Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy XIV. Ja, wieder solo. Leider, eigentlich war die Aufnahme ja für gestern geplant gewesen. Aber ja, es hat mal wieder nicht hingehauen. Danach war es für heute geplant, aber dann hat es wieder Update-Probleme gegeben bei einem Kollegen und naja, jetzt gibt es halt wieder Solo-Folgen. Genau, aber ich habe mich dazu durchgerungen, endlich mal ein paar Nebenquests zu machen. Und zwar will ich mal hiermit anfangen. Da gab es nämlich, glaube ich, einen kleinen Begleiter, soweit ich mich erinnern kann. Habe ich schon mal gemacht. Vielleicht gab es es auch noch. Ich weiß es nicht. Egal, probieren wir aus. Okay. Er möchte uns einen Auftrag erteilen. Wir müssen also mit Raktonia sprechen. Irgendwem hier. Musste irgendwo hier sein. Egal. Genau, da. Ja, die will allerdings nicht mit uns sprechen, weil die hat irgendwas verbrochen oder heißt es zumindest irgendwie so in der Art. Deswegen rennt sie vor uns davon. Oder sie glaubt, irgendwelche Idioten wollen ihr ans Leder. Deswegen. Ist hier mal ganz schnell weggerannt. Macht aber nichts. Wunderbar. Klappt wie am Schnürchen. So, jetzt Fräulein, rede mit uns. Lass mich bitte, ich habe die Keule noch drin. Ja, genau. Die hat mit Tieren geschmuggelt, so wie es aussieht. Nee, das war anders geplant. Ich wollte den hier. Jetzt. Okay, dann würde ich fast sagen, muss ich jetzt echt nochmal zurück? Na gut, nee, dann gehen wir jetzt mal auf Fate Suche, aber nicht hier, sondern da drüben. Machen eben noch ein paar Fates. Und dann gucken wir mal. Wenn wir Stufe 15 sind, dann können wir auch gleich die ganzen Quests noch abgeben. Damit kommen wir dann auch weiter. Ja, ist ein bisschen blöd jetzt. Es ist echt ein bisschen doof, dass man nicht abgeben kann, solange man noch nicht die Stufe hat. Das ist komisch, aber naja. Nein, das war kein Feuerzeug. Ich rauche auch nicht während dem Let's Play. Genau, der ein oder andere hat er gestern vielleicht einen Stream mal reingeguckt. Vom Matze. Oder auch nicht. Wahrscheinlich hat keiner reingeguckt. Schade eigentlich. War echt lustig. Aber naja. Langsam werden es ein bisschen viel. Das wird noch irgendwie nicht weniger. Okay, Leute. Ich gehe mal das Weite suchen.
Das wird nämlich doch ein wenig zu viel. Das ist Ostersonntag, da kann man schon erwarten, dass ein paar mehr Leute online sind, oder? Ist irgendwie keine Sau anwesend. Ah, da ist jemand. Sehr schön, sehr schön. Mir irgendwie schon wieder so viele Dodos an der Backe. Hermetiker oder Druide wäre mal langsam nicht schlecht. Irgendjemand, der sich mal um meine Verletzungen kümmern kann. Oder auch nicht. Super. Ja, bitte. Verdammt. Da hat man einmal nicht aufgepasst und dann sowas. Naja. So ist das halt, ne? Macht aber nichts. Jetzt sind doch noch ein paar Leute online, das ist gut. Oder ein paar Leute reingekommen. Das ist ein Druide. Ein Hermetiker. Fällt erfolgreich, sehr schön. So, wo ist das nächste Feld? Wir müssen ja noch ein bisschen. Ein bisschen, ein paar EP brauchen wir noch. So 5000, 6000, 7000. Seeräuber. Na sowas.
Reiten wir doch mal auf den Chocobo. Gucken, da ist ein Fate. Aber Ochsen töten. Toll. Da bringt er alles ausreichend nichts. Hallo? Krieg ich den? Ne, krieg ich nicht als Ziel, ne? Jojo, so ist das. Ganz schön viele Awoks. Vielleicht noch irgendwo ein Ziel markiert? Nee. Ach, da ist noch einer. Okay, hat sich erledigt. So. Fällt erfolgreich. 4500, sehr schön. Wo ist das nächste Feld? Wir brauchen echt nicht mehr viel. Aber ich glaube, das bisschen können wir eigentlich auch hochgrinden, ne? So. Ja, doch, das sollte gehen. Ah, halt, warte mal. Da ist noch eins. Der alte Sechsarm, mit dem haben wir uns das letzte Mal schon angelegt. Und es hätte echt ins Auge gehen können. Trägt nämlich echt eine Menge. Ja gut, aber so wie es aussieht, sind genügend Mitspieler da. Den sollte man eigentlich doch relativ schnell klein kriegen. Manchmal lohnt es sich halt doch an Feiertagen zu spielen, ne?
Ja, da geht schon ordentlich Schaden ein. Fällt erfolgreich, sehr schön. Und da ist auch das ersehnte Level up. Jetzt können wir die anderen Quests abgeben. Das sind super Sachen. Mal gucken, schnell. Ja, ein paar Minuten haben wir noch. Ich glaube, ein neues Kommando haben wir nicht erlebt, ha? Nee. Okay, erstmal hier die Freibrief-Dinger abgeben. So, Freundchen. Jo, vielen Dank. Abschließen. So. Dann schließen wir auch ab. Und jetzt können wir hier am Bierhaufen auch Freibriefe machen. Das ist super. So, dann tun wir noch eben die hier abgeben. Ich spare mir das vorzulesen. Wir machen gleich den nächsten, ja, den Wolfsbändiger. Und den anderen machen wir auch noch. Den Unschuld der Jugend. Den Curl im Schädeltal suchen und mit Rekontier spielen. Kontai. Nehmen wir die gleich mal mit auf den Weg. Was? Dem Wolfshundwelpen den frischen Knochen geben? Wo ist hier ein Wolfshundwelpe? Ach, da muss doch oben irgendwo sein. Na gut, dann gehen wir erstmal dahin. Das ist nämlich ein Curl Baby. Fiep. Das macht Fiep. So. Weil das Curl Baby nämlich angegriffen wird von räudigen Hunden. Hier ist schon wieder Fett in der Nähe. So, gut. Das Curl Baby winselt. Winselt immer noch. In letzter Sekunde vor dem Tod bewahrt, blickt das Curl-Junge mit großen, vertrauensseligen Augen an. Als sähe es in dir einen Ersatz für seine verstorbene Mutter. Okay. So, dann machen wir noch Wolfshundwelpe. Ich mag diese Musik. So, und da muss irgendwo ein Wolfshundwelpe sein. Da ist er. Steigen wir erstmal ab. Dem geben wir mal den frischen Knochen. Wuff. Okay. Den jetzt beruhigen. Warte mal. Wo waren sie? Nee. So. Emotes. Beruhigen. Kommt er auch mit. Sehr schön, sehr schön. Ach so, nee, doch nicht. Okay.
Da habe ich was Falsches mitgesungen. Egal. Ja. Was soll ich euch heute erzählen? Ne? Ich bin ein bisschen wortkarg heute, das merke ich selber. Hab auch nicht viel geschlafen irgendwie. Ich schlafe wenig in letzter Zeit. Zumindest immer dann, wenn ich aufnehme. Egal. So, der Wolfshund-Bändiger. Wir übergeben ihm den Wolfshund. Weiß nicht warum, aber wir tun's. Gucken. Aha, genau, das ist der kleine Backe. Ah, er scheint mich sehr zu mögen. Okay, dann behalten wir ihn. So. Das Curl-Baby kriegt er auch noch. So, das dürfen wir auch behalten. Genau deswegen habe ich die zwei gemacht. Ich guck mal eben. Ne, da ist nicht dabei. Okay, warte. Begleiterverzeichnis. Geht natürlich noch nicht. Warte mal, ich muss die natürlich erstmal. Mal so und hier ist der andere, genau. So, Begleiterverzeichnis. Und jetzt können wir rufen hier einmal den Wolfshund. Knuffig, wie uns da hinterherläuft. Und einmal den Mini-Curl. Ist auch sehr knuffig. Genau. Das wär's dann auch für diese Folge. Das ist echt süß. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann tut mir doch den Gefallen und lasst einen Daumen da und wenn ihr wollt, auch noch einen Kommentar. Ich freue mich über Kommentare und ganz besonders freue ich mich auch über die Daumen. Weil die sind in der Regel irgendwie seltener. Genau, lasst mir einen da, ihr helft mir damit und ihr macht mir eine Freude damit. Von daher bitte ich darum. Genau. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Final Fantasy 14. Bis dahin. Ciao, ciao.